Wir haben hier einen Wagen gefunden. Hinter dem Gebäude. Sie heißt Andrea Lorenz. Verheiratet, zwei Kinder. Seit gestern vermisst. Ich verstehe nicht, wie die Frau zum ersten Opfer passt. Mutter, Ehefrau, Kosmetikerin. Hört sich nicht nach Doppelleben an. Die Ermordete, Sophie Schulz, ist über eine Maklerin an die Wohnung gekommen. Sie hat es gemietet, bis Stephanie Wolfram aus Australien zurückkommt. Hat in Scheidung gelebt, brauchte was auf die Schnelle. Was ist mit ihrem Mann? Bei einer Scheidung gibt es fast immer ein Motiv. Der Mann ist Architekt wie Sie und war ziemlich erschüttert. Obwohl, eigentlich, irgendwie war er auch erleichtert. Wieso denn erleichtert? Naja, die Scheidung ist von ihm ausgegangen. Und als wir ihm gesagt haben, dass seine Frau tot ist, hat er erst mal gedacht, sie hätte Selbstmord begangen. Er hat zwar gesagt, die letzten Monate waren die Hölle, aber den können wir gleich wieder vergessen. Er hat ein Alibi. Vielleicht hat Kerstin einfach nur den Plan geändert. Ach, Blödsinn, er hat überhaupt nichts geändert. Der Kerl hat sie entführt und ihr wisst, wozu der in der Lage ist. Der Täter kannte weder das Auto noch die Fahrstrecke, geschweige denn ihren richtigen Namen. Es ist also vollkommen unmöglich, dass er sie entführt hat. Und wo ist sie denn verdammt nochmal? Ist sie shoppen oder was? Wo ist Kerstin? Wo ist sie? Wenn sie tot ist, dann bringe ich dich persönlich um, du verdammte Schweine.